Und was ist jetzt mit dem Laborbericht von Frau Schmitz? Ja, leider nichts. Kria 80, HB 8,0. Wollen Sie uns hier allen Ernstes 25 Normalwerte vorlesen? Wir sind doch hier nicht auf dem Pro-Seminar. Entschuldigung. Frau Hansfeld. Bitte weiter. Ja, also ich schlage Röntgenthorax vor. Wegen einer Erkältung. So keine Erkältung. Wir können nicht auf alles mit Strahlung schießen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ihre guten Absichten zur Strahlenvermeidung bei Jugendlichen in allen Ehren, aber... Jetzt fangen wir noch mal ganz von vorne an. Wir haben die ganze Routine-Diagnostik bereits durch, und zwar ohne Befund. Und deshalb ist unter größter Risikoabwägung ein Thoraxröntgen unvermeidbar. Und da Sie das Strahlenfeld gewissenhaft einblenden und die Geschlechtsorgane vor Streustrahlung schützen, ist die Strahlenbelastung bei einer Thoraxaufnahme geringer als bei einem Langstreckenflug nach Australien. Das sehe ich auch so. Wie Sie meinen, Herr Kollege. Also, Röntgenthorax, und ich bitte um einen Zitotermin, Herr Kollege von Hansfeld. Sehen Sie hier und hier. Eine deutliche Zeichnungsvermehrung in der Lungenstruktur. Wusste ich's doch. Halleluja. Finden Sie das zum Jubeln? Natürlich nicht. Das war nicht so gemeint. Jedenfalls war es richtig zu röntgen. Nora, können Sie bitte noch einen Augenblick draußen warten? Im Ernst? Ich bin gleich bei Ihnen, ja? Die Arme ist ja völlig verängstigt. Kein Wunder. Ach, nur wo fangen wir an?